auf die neue Insel. Auf nach Isla Takano. Auf nach Isla Takano. Zur Pleiteinsel. Isla Takano, 34 Meilen südöstlich von allen anderen Islands. Und das ist einfach das überarbeitetste Ding hier. Alles Schrott, alles Mist. Und wir sollen's retten. Kriegen wir hin. So, das erste, was wir machen, ist natürlich in den Kontrollraum gehen. Und fuck sagen, weil wir nicht an unsere Fossilien rankommen. Okay, das erste, was wir dann machen, ist fuck sagen, denn wir haben gar kein Geld. Okay. Das erste, was wir dann machen, ist okay, wir haben echt keine andere Wahl. Wir müssen für 1 Million müssen wir das hier abreißen. Nein. Ich finde das Teil einfach so stylisch. Für 100.000 können wir hier. Was haben die denn hier eigentlich alles für ein Mist? Von wo kommen die denn überhaupt? Und wo kommen denn überhaupt unsere Besucher? Ja, diese, von da an kommen sie. Oder? Ja. Also können wir hier diese ganze Einschienenbahn-Scheiße mal echt abreißen. Weil die braucht wirklich gar keiner. Ja. So. Diese ganzen Luxuswege hier, ne? Sind voll für den Arsch. So. Was ist das? Ein Schutzraum. Braucht keiner. Na gut, doch. Eigentlich schon. Alter, ich finde, diese Insel sieht aber auch. Die sieht schon geil aus. Was ist das? Das ist ein Kraftwerk. Achso. Ganz hier hinten in the Eck. So, sonst noch irgendwo, wo irgendetwas irgendwie hinführt? Ja, das lassen wir mal so. Das lassen wir mal so. Okay, wir haben echt keine andere Wahl. Wir müssen einfach. Es läuft halt immer alles darauf hinaus, dass du das Innovationszentrum verdicken musst. Eine Kacke. Das schöne Innovationszentrum. Das hatte so viel Stil, das sah auch noch so geil aus und wir haben es noch nicht. Okay. Zu teuer. Leck mich. Abreißen. Was haben wir denn hier eigentlich alles noch? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist eigentlich alles gut Geldanlage. Ich will nicht so viel abreißen. Mimimi. Ach man, wir haben einfach kein. Wir können nicht. Ja, bar. Fossiliengebiet 1, ich habe keine Ahnung. So, Mann, ja. Mann! So, als erstes bauen wir das Fossilienzentrum, das ist wichtig. Das ist super wichtig, das Fossilienzentrum. Weil damit kriegen wir nämlich unsere Fossilien, die wir verdicken können. Es muss perfekt aussehen. Es ist perfekt. Glaube ich, weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir nur 100, sonst was 1000. Du hast kein Umspannwerk. Allgemein habt ihr hier hinten gar keinen Strom. Das sollte aber gar kein Problem sein, da mit Strom zu versorgen. Machen wir nämlich eine Leitung. Und die Leitung. Setzen wir nämlich hier hinten rein. Ach ja, leck mich. Genau um 1 Millimeter, weißt du? So. Strom müsste jetzt da sein. Zumindest für das Ding da hinten. Das andere hat immer noch kein Umspannwerk.
Na komm. Hast dich doch gerade angedockt. Da, halt. 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 Keine Ahnung. Machst du hier hin und dann ist gut. So. Auch gestromt. So, die Probleme der Insel sind behoben. Wir haben ein Fossilien-Sammlungsding. Das können wir jetzt alles verticken. Ja. 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 Platin zu verticken ist immer geil. Ja. Ja, ich weiß, manche vielleicht davon nicht, aber wir haben jetzt 1,6 Millionen. Damit lässt sich doch jetzt arbeiten erstmal. Und wir müssen jetzt erstmal an Dinos arbeiten. Scheiß Pleiteinsel, ey. Okay, der hat einen fetten Stahlzaun da, ne? Behalten wir den fetten Stahlzaun mal bei. Schön nah an den Besuchern ran. Huch. Naja, egal, hier so. Zack. Zack. So. Ja, zack, zack, sagt er, und hier ist noch. So. Es ist wichtig, dass sie da hinten dieses Ding haben. Okay, Stahlzaun ist aber auch verdammt teuer, ne? Okay, wo ist denn hier überhaupt Stahlzaun da? Zack. So. Jetzt haben wir ein schönes Gehege, wo wir Dinos freilassen können. Und wir fangen an mit den Dinos, die wir voll drinne haben, wa? Nehmen wir gleich erstmal zwei fette Triceratopse. Gehege. Das Ding. So, wir wollen sie ja futtern sehen. So. Souvenirladen, Kleiderladen, Spielwarenladen, Fastfood-Restaurant, Restaurant. Und eine Spielhalle. Also alles etwas, wo man Geld bekommt. Wenn Leute da sind. Okay. So, jetzt machen wir noch Betriebsgebäude. Ein Expeditionszentrum. Müssen wir eigentlich am besten hier mit hin, oder? Hier? Komm, wir behalten diese schönen Wege bei. Weil wir nämlich so ein Protzer sind. Zack. So. Können wir den Park eröffnen? Park ist eröffnet, es kommt nur kein Schwein. Doch, da hinten fährt eine Monorail, sie fährt gerade weg, also kein Geld. Wie viel Umsatz pro? Wir machen minus 15.000, das ist gut. Weiß nicht warum, es ist einfach gut. Ah, ist eine schöne Insel, muss ich aber sagen. So, was haben wir für Expeditionsländer hier? Okay, wir haben jede Menge. Dilopho, Denio, Brachio. Oh, Brachiosaurus, geil. Para, Toro. Tyrannosaurus Rex, oh Gott. Weil wir haben kein Geld, aber. Ist mir aufgefallen, dass hier trotzdem nirgendwo ein Velociraptor ist? Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Apropos Aufträge. Es wäre schön, irgendein Auftrag, den wir machen können. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Ich muss nur sehen, dass ich Geld bekomme. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich Geld bekomme. Anders muss ich... Da, Dinos. Sinus. Dinos rauslassen. Ah, da ist er. Unser Trizi. Unser Alpinen-Trizi.
Wir lassen sie erstmal bei alpinen Trizis, weil, naja, sie sind halt am meisten wert. Ach, endlich mal mit Tageslicht, ne? Und nicht mit dieser Todesinsel von Isla de Muerte? Ich weiß es nicht mehr. Und noch ein. So, das gibt schon mal Bewertung hoch. Genauso wie der Regen. Das gibt Bewertung. Hey, warum? Der hat mich nicht reingelassen in die Szene. Oh, Manu. Das gibt definitiv Bewertung. So, soziales Bestand. Gras, Wald, Wasser, Nahrung. Ist er gerade dabei? Wasser sollte er ja eigentlich genügend haben. Meinst du, es regnet gerade? So. Jetzt heißt es Geld verdienen. Wir sind bei 21.000 die Minute. Sprich, wir sind schon mal im Plus. Das ist sehr gut. Okay, überall erholen wir mal ein bisschen die Preise. Ich weiß nicht, wie viel das bringt oder ob das überhaupt irgendwas bringt. So, einfach mal ein bisschen die Preise erhöhen, um ein bisschen Kohle reinzuscheffeln. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genügend Geld für eine Expedition. Und diese Expedition führt uns an den Rande des Abgrunds. Ich weiß nicht, was das für einer ist, aber das Blöde ist einfach wirklich, was das wirklich Blöde ist, da ist kein Velociraptor oder so bei. Wir haben hier ein paar Tyrannosauren. Okay, da die eine Aufgabe Fleischfresser finden ist, finden wir jetzt erstmal Fleischfresser. Für noch mehr Geld. Ihr wisst ja, wie es läuft. Geld, Geld, Geld. Ich finde, der mittlere Weg hier ist aber schon ein bisschen hübsch, oder? Ich finde, der hat schon ein bisschen Stil. Es sieht ja nicht mehr alles so gequetscht aus, als wenn sie auf kleinen Wegen laufen. Hallo? Wir brauchen eine Rangerstation, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Forschungszentrum. Rangerstation für 400.000. Wir arbeiten dran. Jetzt heißt es warten. Warten, warten, warten. Großes Umspannwerk. Was bringt denn das eigentlich? Achso, das macht alles. 66.000 die Minute ist eigentlich gerade für den Anfang recht gut. Da wir unsere zwei Albino-getunten Dinos da haben. Das hilft. Das hilft immer. Das hat Stil. Ich finde das schon. Ich freue mich schon, wenn die Gäste hier hochlaufen und merken, dass hier oben nur ein Kraftwerk ist. Die werden richtig begeistert sein. Die würden so sagen, so, yeah, geil. Weißt du, und dann laufen sie an den Dinos vorbei, laufen hier nach hinten und merken, da ist auch nichts. Yeah. Geil. Ich glaube, da freuen die sich schon drauf. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, in diesem Park sind jetzt auch, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist halt echt nicht viel los, ne? Es ist nicht viel los. Du gehst hier hin, du siehst diese Dinos und kannst nach einer halben Stunde eigentlich schon wieder gehen. Was willst du sonst noch machen? Rein theoretisch kannst du ja nichts mehr machen, ne? Ich guck mir mal die Insel an. Oh, ich will zu dem Wasserfall, aber das dürfen wir nicht. Die Insel wird bestimmt lustig zu machen. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich, Lev. Warten, 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 warten. Wir warten einfach. Ja, und sonst, ne? Was machen können wir sonst noch? Ja, ja, wie gesagt, wir brauchen Geld. Ja, da kommt unsere Expedition wieder. Ja! Wir erwarten euch sehnlichst. Sehnlichst erwarten wir euch. So. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Alter, 90.000. Oh, den will ich aber haben. Den müssen wir einfach erforschen. Das kann ich jetzt echt nicht verkaufen.
So, sehr schön. Das hat uns ein bisschen Kohle gebracht. Und Ansehen. Es hat uns Ansehen gebracht. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. 3 Edmosauro-Eier aus. Das dauert mir noch zu lange. Okay, neue Aufträge haben wir noch nicht. Entschuldigung, ich weiß, aber... So, gleich wieder losschicken zu einer Expedition. Ah, Brachiosauren. Ich liebe Brachiosauren. Diplodocus, Torosaurus. Ich weiß nicht mal, was ein Torosaurus ist. Ach, leck mich fett. Warum sagt mir das denn keiner? Wir können die ganze Welt bereisen? Warum sagt mir das denn keiner? Ich hatte jetzt gerade mal die Idee einfach. Wir können die ganze scheiß Welt bereisen, Mann. Und nicht nur Amerika. Oh, geil, Klassiker. Ich habe stark damit geredet. Ja, ich... Oh, so eine Losche. Ich hasse mich. Ich glaube, wir hätten noch gar nicht auf die andere Insel müssen, oder? Weil wir hätten, glaube ich, hier hinten das schon machen können. Ah, schön. Okay. Ich gehe wieder zur anderen Insel. Ach Mann, ich bin doch doof. Es tut mir leid. Ich versuche gerade verzweifelt wieder die andere Insel zu bekommen. Karte, nein. So, so wird ein Schuh draus. Ja, wir machen erstmal die Insel fertig. Ach, Manu. Oh, schön, ja. Okay. Tja. Oh, guck mal, das ist sogar so, wie wir das gebaut haben. Oh, das ist cool. Das hat Stil. Naja, muss ja, ne? Aber es hat Stil. Ich bin so eine Pfeife, ne? Oh, ich habe mich noch nie so dumm gefühlt. Und das soll was heißen bei mir. Wir hätten schon die ganze Zeit hier rüber können. Ach, ich bin so toll. Okay, wir suchen jetzt erstmal nach Dilophosauren in China. Ich habe damit aber auch, ehrlich, ich habe einfach nicht damit gerechnet. Ich habe damit nicht gerechnet. Es tut mir wirklich unsagbar leid, aber ich habe damit echt nicht gerechnet. Ja, dieses Betäuben soll ein erheblich... Ja gut, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das Betäuben. Ja, wir kommen wieder auf unserer vorherigen Insel. In dem wir jetzt Dilophosauren und Velociraptoren haben müssen und sie gemeinsam in einen Käfig sperren müssen. Und ich würde sagen, wir wackeln ja nicht lang. Sondern wir gehen gleich auf schweren Stahlzaun. Und nageln sie gleich mal fest, wa? So, Velociraptoren sind ja eigentlich Rudeltiere. Also kann man ja eigentlich mehr von denen haben. Das ist ganz wichtig, dass diese Ecke da ist. Die ist ganz wichtig. Die wird noch sehr essentiell werden. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ich vergesse immer, diese Dinger zu bauen. Vielleicht sollten wir die mal erst bauen.
Da war. Ja, falsch rum. Also dieses blöde Anebnen ist kacke. So. Genau so wollte ich sie auch haben. Nein, hier sind noch die billigen Wege. Hier sind noch die billigen Wege, ey. Voll die billigen Wege. Voll die Billo-Wege, ey. Expedition abgeschlossen. Dann gucken wir mal gleich rein. Fossilien haben wir jetzt. Geil. Telophosauren-Fossilie. Wer hätte das gedacht? Einmal dich und einmal dich. Ich schicke sie da gleich wieder hin, damit wir gleich den Dilophosaurus machen können. So, Gehege. Ja, Pflanzen brauchst du nicht. Futterstation, ja. Den Hunger und Jagdtrieb, das ist natürlich schön. Ich würde schon sagen, können wir hier nächstes was hinmachen? So. Mir sagen, es ist nicht angewegt.